eine weitere Aufnahme und es wird schon wieder Abend. Und es ist zudem auch noch Abend. Ja, 22:30 abends, vielleicht auch mal eine gute Zeit zum Aufnehmen. Ich weiß es nicht, es wird sich zeigen. Wir müssen ein bisschen weiterbauen. Weil jetzt müssen wir unser Inventar ein bisschen ausleeren. Es hat ja doch so ein bisschen sich angesammelt. Da kann man auch mal so ein bisschen was wegtun. Ich überlege gerade, naja, eigentlich ja gar nicht mal so viel, was wir wegtun können. Ne? Wir können ein bisschen Cobblestone wegtun. Und einen großen Teil davon brauchen wir ja tatsächlich. Ne? Wir müssen ja noch mal ein bisschen weiter Tunnel bauen. Das heißt, wir laufen einmal hier vorne rum. Der ist noch nicht gewachsen. Vielleicht können wir das mal hier mit ein bisschen Knochenmehl beschleunigen. Ah, siehst du mal, so ist doch hübsch. Bis auf den einen hier unten. Naja. Wir lassen den erstmal stehen. So, bei der Gelegenheit. Kurz mal gucken, was wir hier wieder 100 draus machen. Und vielleicht, naja gut, die Kohle, die können wir eigentlich auch hier lassen. Brauchen wir ja nicht direkt erstmal. Und das Knochenmehl, ja, tun wir auch hier mal mit dazu. Und den Rums, den nutzen wir mal, um hier ein bisschen Kautschuk rauszuziehen. So. Alles weg. Da oben ist noch einer. Ja, ich lasse die, die da oben drin sind, jetzt einfach mal da oben drin. Das ist okay. Geht ja nur darum, um zu gucken, wie gut und schnell das tatsächlich nachwächst. 13 kommt erstmal hier mit rein. Das kommt auch erstmal hier mit rein. Ja, Schwert brauchen wir wahrscheinlich nicht. Cobblestone, na gut. Jetzt schauen wir mal. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir machen es einen kleinen Ticken leiser hier. So. Ah. Oh, hier die Lautstärke runter. Ja, naja, müssen wir gucken. Kann man immer noch nachregeln. Ja, diesmal gehen wir nicht hier rein, sondern wir gehen hier an der Seite rein. Ja, hier zu dem. Und dann hier runter quasi. Da ist ja immer noch die Frage, wir müssen ja relativ weit runter, weil hier natürlich irgendwie dieser Hafenbereich. Da müssen wir gucken, dass wir da natürlich drunter sind. Und dann müssen wir gucken, wie wir da hinten uns irgendwie anschließen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen runter. So. Das heißt hier Dreier. Gucken wir mal. Wir können natürlich hier direkt. Wäre halt so eine Einerwand irgendwie, ne? Dass wir hier runtergehen schon wieder. Oder wir lassen die zwei breit oder lassen sie. Ne, drei ist übertrieben, aber so zwei. Ja. Wir lassen sie mal so. Beziehungsweise. Doch, wir lassen sie zwei. Ne, ein. Oder? Können wir gar nicht, ne? Guck mal hier, scheiße. Obwohl, ne, müsste trotzdem gehen, weil wir hier ja schon runtergehen. Das heißt, hier gehen wir hier runter. Erstmal noch mit Cobblestone-Treppen. Gucken wir mal, wie die Tiefe da tatsächlich gehen mit den Treppen. Und ein drüber. Da haben wir ja hier dann den. Gut, nee, dann passt das. Wunderbar. Aber nicht mit den Treppen. Wir gehen erstmal tiefer. So. Angesichts der Temperaturen heute natürlich jetzt erst mit geöffnetem Fenster, deswegen
bin ich heute mal ein bisschen ruhiger als sonst sowieso schon immer. Außerdem ist das Wetter einfach viel zu warm, um da irgendwas Vernünftiges zu machen. So, zumindest mir geht das so. Ich weiß nicht, wie euch das dann da geht, wenn es dann schon morgens um 8 schon 24, 25 Grad sind. Nee. Muss nicht sein. Und jetzt immer noch irgendwie 22 Grad. Nicht geil. Aber Ventilator anmachen ist natürlich jetzt irgendwie eine ganz, ganz schlechte Idee. Wird rauschen und Fenster zulassen ist auch eine schlechte Idee. Wird halt warm werden. Von daher machen wir ein bisschen entspannter heute. So. Gucken wir mal, wie tief sind wir denn jetzt hier? Ja, nein. Ja, was ist das? Ist der. Ah, guck mal hier, wir können. So tief weiter runter müssen wir tatsächlich gar nicht, ne? Ja, ein bisschen müssen wir noch, weil wir dann da auf der Höhe. Das heißt, wir gehen mal nochmal zwei runter. Und dann gucken wir erstmal, wo wir hinkommen. Also, eins. Zack, zack, zack. Und zwei, zack, zack, zack. Natürlich keine Treppen mehr. So. Ja, hat ja gut geklappt. Gut, wie immer. So. Ah, dann haben wir hier den Absatz. Hier den Absatz. Der ist ein bisschen länger. Ah, man könnte natürlich auch irgendwie hier und dann hier rum und rum und rum und rum und rum nochmal. Aber so ist schon okay. So. Ja, hier oben, da müssen wir gleich mal gucken, wie tief und wie hoch wir da tatsächlich müssen. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Und hier unten, hier ist natürlich dann der Boden. Dass wir erstmal hier den Absatz haben. So. Und jetzt gucken wir nämlich mal. Ja, da sind wir ja drunter. Woll. Ups. Hilfe? Ah. Oha. Oha, oha, das ist so. Sind wir doch noch nicht tief genug, ne? Guck mal hier, weil wir hier natürlich irgendwie auf der Höhe. Das wäre hier noch weg. Ah, verdammt. Na, gehen wir noch ein bisschen runter. Erstmal gucken wir, dass wir hier wieder zumachen. Sand, 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 Sand. So. Alles klar, dann. Kommen wir leider nicht drum rum. Die Frage ist halt, wie weit. Oh, erstmal hier so zwei, gucken, wo wir dann hinkommen. Und hier muss man natürlich wieder ordentlich zumachen. Das heißt, hier schön mit Cobblestone auffüllen. Also aufgefüllt sein muss es schon. Es muss jetzt nicht der normale Stein sein. Das ist, glaube ich, schon okay. Aber das hat zumindest hier wieder zu haben. So, als wenn nichts gewesen wäre. Sehr schön. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Mal die Fackel nach hier unten bringen. So. Das ist doch schön. Zack. Ein bisschen Cobblestone rein. Hier ein bisschen Cobblestone rein. Und dann gucken wir mal.
Hier sollten wir eigentlich ein bisschen besser durchkommen. Schon wieder. Aber guck mal, wo wir hier sind. Ja, das ist hier die der Strombereich. Hier unten da, ne? Das heißt, wir sind hier eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir müssen nur mal gucken, was hier wieder alles runterfällt. Ja, müssen wir später mal auffüllen, ist kein Problem. Gut. Da sind wir, okay. Das ist halt so. Machen wir gleich wieder zu, dann ist das kein Problem. So, aber erstmal gucken wir, dass wir hier jetzt mal schön... Schön nochmal ein bisschen weiter. Guck mal hier. Was ist das denn für ein... Ist das so ein Dungeon oder was ist da? Wir gehen erstmal... Oh. Dunkel hier. Warum ist denn jetzt hier so ein... Wäre natürlich gut. Gott, wir haben von den Plättchen hier eine ganze Menge. Dann nutzen wir die jetzt einfach erstmal zum Licht machen. So, und wir müssten an der Seite irgendwo hoch, dass wir da zu unserem Raum kommen. Oder wir haben ja hinter diesem Technikraum, wo die Maschinen stehen, da haben wir ja den Gang. Den würde ich ganz gerne irgendwie auf der einen Seite verlängern. Das bedeutet, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Und ja, guck mal hier, der wächst tatsächlich relativ zügig nach, wenn er geladen ist. Das ist gut. So. Aha, wir kommen ja von hier jetzt runter. Irgendwo. Oder? Nee. Wir kommen nicht runter. Da ist doch irgendwo... Doch, doch, doch. Wir haben doch hier hinten die Verbindung. Ich wollte gerade sagen. So, und den würde ich hier eben auf der Seite einfach geradeaus weiter verlängern. Würde sogar funktionieren. Guck mal, da ist das Flache. Ich glaube, da war Wasser drin. Und hier unten, da ist dann der andere Bereich. Das heißt, wir gehen einfach hier durch. Kommen dann da. Ich sehe schon unseren anderen Gang. Das ist ja super. Ah, wir müssen natürlich ein bisschen runtergehen. Ups. Wir müssen natürlich ein bisschen runter, dass wir da diesen Gang dann auch tatsächlich treffen irgendwo. Aber das sollte eigentlich gar nicht mal mehr so weit sein. Aber hier müssen wir runter. Gehen hier mal. Gucken wir dann hier direkt drauf zu. Das ist doch... Ja, guck mal hier. Schon sind wir da. So ist doch toll. Jetzt haben wir nämlich die beiden Gänge. Die treffen sich dann schön. Das heißt, hier unten, da müssen wir eigentlich gar nicht groß weiter. Na, wir könnten natürlich gucken, dass wir irgendwie zu dem Turm kommen, wo dann später die Solarpanels drauf liegen. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich zu. Weil wir wissen ja, wo wir hin müssen. So. Und jetzt geht's ans Ausgraben. Und wieder zumachen hier oben. So. Kann zumindest schon mal sagen, hier der Boden, der passt. Ja. Das Inventar ist voll. So, hier schön Cobblestone rein.
nämlich den Boden hier auf der Ebene zumindest schon mal fest. Und natürlich müssen wir hier den Rest dann auch wieder freiklopfen. So, so und so. Also das ist unsere Freifläche und die Wand muss auch noch weg. So, machen wir hier erstmal den Dreierbereich. Ja, ist natürlich alles irgendwie... alles nicht so schön hier mit dem ganzen Sand. Aber wir kriegen den... ja, wir kriegen den auch problemlos wieder zu nachher. Ich lasse ihn jetzt erstmal geöffnet. Ach, hier auch noch. Und das Inventar ist voll. Ich würde halt nur ungern die ganzen Dinger hier liegen lassen. Hier waren wir nicht mittig, oder? Doch, hier waren wir auch mittig, okay. Das heißt, so geht's weiter. Die beiden Wände und dann... okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Das ist die Wand, die frei ist, und das ist hier frei. Und dann ist dann... ja, Wand wieder. Ist dann so nach einem ganzen Tag irgendwie mehr oder weniger aktiv sein, wach sein, schon so ein bisschen, gerade bei dem Wetter, da wird es dann ja schnell mal so ein bisschen weich im Kopf. Aber gut. So. Wir machen hier ganz entspannt. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Und dann ist das gut. Ich glaube, der Ingame-Sound war bei der letzten Aufnahme tatsächlich ein bisschen zu laut. Ich denke mal, ich werde das diesmal ein bisschen wieder runterregeln. Ups. Weil dann hört man sonst die ganze Zeit nur das laute Geklopfe. Hm. Muss ja auch nicht sein. Was Musik angeht, hatte ich ja schon mal gesagt, nein. Weil ich keine Lust drauf habe, dass irgendwelche komischen Copyright-Trolle wieder die Videos in Beschlag nehmen und dann da irgendwie Werbung schalten und sagen, du benutzt unsere Musik, das darfst du nicht. Was ich nun definitiv nicht tue. Weil ich halt ausschließlich immer gucke, dass ich wirklich dann eben Musik benutze unter einer Lizenz, die es dann eben auch erlaubt, dass man die Musik dann auch in Videos nutzen darf. Also von daher ist da wirklich alles sauber. Das ist wirklich reine Copyright, Urheberrechtstrollerei. Mehr ist das nicht. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich das jetzt irgendwie zwei, dreimal gemacht und habe da einfach keinen Nerv zu, keine Lust zu, mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen, weil es einfach nur dummes Zeug ist. Also von daher keine standardmäßige Musik in meinen jeglichen Let's Plays. Also in meinen Test. Andere Let's Plays laufen ja momentan keine. Oder generell halt keine aktuell. Wäre vielleicht auch mal irgendwann eine Idee, da nochmal was anderes zu machen. Aber erstmal bleibe ich dabei. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Das muss ja alles noch fertig werden. Und eine Burg steht ja auch noch an. Also, die dann da oben, da hinten, da auf dem Hügel ist, wo dann mal die 100 hing. Da muss natürlich auch noch die Burg hin. So, gucken wir mal, jetzt machen wir hier nämlich auch noch weg. Ja, also von daher, das Let's Play wird noch eine Weile laufen. Nur halt eben ohne Musik. Aber wer natürlich gerne Musik hören möchte währenddessen, kann sich natürlich gerne eine Playlist anmachen und die im Hintergrund laufen lassen. Da läuft dann auch
Da läuft dann auch gleich die Musik, die ihr gerne hören möchtet. Oh, und wenn das Fenster auf ist, kommen Viecher rein in die Bude. Das ist natürlich auch nicht so geil. Wie man es macht, ist es falsch. Ist hier auch, ja, guck mal, ein Stack nach dem anderen machen wir hier gerade voll. So, jetzt muss natürlich dieser ganze schöne, tolle Sand noch weg. Das geht aber zum Glück relativ schnell. Das ist alles kein Problem. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir dann hier oben wieder zumachen ordentlich. Es muss ja auch noch eine Decke rein. Das heißt, hier muss auch noch weg. So. Und wenn die Decke dann drin ist und wir die Lampen erstmal eingesetzt haben, temporär, dann machen wir dann da oben dann ordentlich wieder. Aber erstmal machen wir jetzt hier den Gang. So. Na komm, zack. Und genau, hier war der Dreier. Das heißt, da müssen wir gleich mal gucken, wo wir hochgehen. Wo kann man hier die Treppe, wo wir ansetzen können. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen hier diesen ganzen Cobblestone-Kram nochmal raus, weil wir ja ab... Wir machen das hier einfach hier so als Durchgang rein, dass ab dem Moment halt eben kein altes Mauerwerk, sag ich mal, mehr dann hier da ist, sondern in eben... Ja, der Technik Mauerwerk-Kram. Das heißt, wir machen mal ab... Guck mal hier mal 3, 3, ab hier, ne? Genau, machen wir so ab hier. Und wenn man das dann auch halbwegs nach so einem Durchgang aussieht, machen wir da tatsächlich auch einen kleinen Durchgang draus. So. Sieht das besser aus? Nee, sieht nicht besser aus, ne? Vor allem ist es ja auch völliger Quatsch, weil es halt zu ist hier oben. Das heißt, die sind eigentlich auch unnötig hier. Die sieht man dann da nämlich sowieso nicht. Das heißt, da kann auch genauso gut Cobblestone rein. Und ab hier ist dann halt eben Technikwand. Und dann später natürlich auch Technikboden und Technikdecke. Alles modern hier, alles modern. Immer diese Lücken, ne? Immer diese Lücken. Vor allem so ohne Grund. Die sind dann halt plötzlich einfach ab und an mal. So. So. Da ist er aufgebraucht. Ich guck gerade mal, haben wir noch Stein? Ne, wir haben auch keinen Stein mehr. So. Und da oben. Dann halt entsprechend. Müssen nur mal gucken, wie wir das mit dem Licht machen. Das holen wir dann von hier runter, würde ich sagen, tatsächlich. Weil, ja, da hinten ist halt kein Technikbereich. Technikbereich ist halt hier auf der Seite. Das heißt, wir holen dann von... Ha! Elektrische Fliegenklatsche! Beste Erfindung! Wir holen dann von oben den Abstand hier runter. So. Und die Treppen setzen immer direkt an. Ja, genau. Oh, nämlich hier so. Zack, 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 zack. So, jetzt bauen wir von hier auch erstmal irgendwie die Fläche uns zurecht. Die Fläche, also den Weg.
hätte natürlich bleiben können. Macht's natürlich jetzt irgendwie das volle Inventar nicht gerade wirklich einfacher. Ich bringe das mal eben weg. Hier ist halt der Technikraum hinter. So. So, dann haben wir nämlich hier, guck mal, links Kobbel. Oder auch nicht. So, links Zeugs. Rechts Kobbel. Ja, na gut. Auch nicht. Wir wissen es nicht. So, dann machen wir nämlich hier eine Kuppelkiste. Den können wir gleich mal mitnehmen, hier den Kram. Und dann geht das erstmal weiter, beziehungsweise wir können mal gucken, dass wir hier ein bisschen was brennen. Ah, komm, denk mal, hier ist noch Stein, okay. Weil da können wir dann nämlich uns schnell dann auch neue Bodenfliesen draus machen. So, und hier von da sieht man natürlich nichts. Hier ist halt die Wand und dahinter da ist der Gang. Alles gut versteckt. Ach, wir können eigentlich hier unten auch noch durchgehen. Und noch ist hier ja offen. So. Und die Hacke, die ist auch bald hinüber. Oha. Na, wir gucken mal, wie lange sie noch hält. So. Jetzt ist hier natürlich der Cobblestone noch drin, der völlig falsch hier drin ist. Den holen wir natürlich dann wieder weg. Schon ein bisschen weit, ne? Wir machen den Durchgang mal hier, würde ich sagen, tatsächlich. Oder, ne, wir gucken erstmal, wie weit wir mit dem Licht kommen. Wir machen das einfach vom Licht abhängig. Da ist halt mal irgendwie 2-2-2-2 gewesen, ne? Also hier kommt auf jeden Fall Bodenfliese rein, so. So. Hier natürlich auch. Hat ja super geklappt, die Idee. Ach Mensch. So, zack. So. Also. Die Treppen sind dann ja auch falsch, ne? Da müssen ja die anderen Treppen rein. Ach komm. Wir gehen mal kurz zurück. Der ist schon wieder gut nachgewachsen. Wir schmeißen jetzt erstmal ein bisschen weg. Ja, uns selber vor allem. Sehr gut. Das braucht eh alles keiner. Ja, gut. Also so super viel. Ein bisschen Cobblestone weggeschmissen ist, glaube ich, auch okay. Außerdem regnet das jetzt draußen. So viel zum Sommer. Das ist doch falsch hier.
Nee, es ist richtig. So. 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 Und dann den hier rein und dann kriegen wir nämlich hier ein paar von. So. Und dann tun wir die rein und dann kriegen wir da ein paar von. Und dann können wir uns nämlich wunderbar Treppen draus machen. So. Hier runter. Was mir immer hier 2 und 1, 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 2 und um die Ecke. Das heißt, um die Ecke und hier wäre, ne? Weil hier und hier. So. Also, Treppen rein. So. Wenn man das nicht von Anfang an ordentlich macht, ne, dann ist das einfach alles nur irgendwie Chaos. So, so. So. So ist doch wieder schön. Ja, mit dem Hochkommen, Runterkommen und so gucken, dass wir uns nicht den Kopf stoßen. So. Wir können hier schon mal die Erde wegholen, weil die sowieso weg, die Erde, den Sand. Weil er sowieso dann uns irgendwie auf den Kopf fallen wird, wenn wir hier jetzt nichts machen. Machen wir nachher dann alles schön wieder zu, wie sich das gehört. Aber erstmal müssen wir hier ja rein. Um hier den Platz zu schaffen und die Wände zu schaffen. Da ist die Wand, da ist die andere Wand. So. Da geht's dann runter. Gucken wir gleich mal. So. Allerbest. Da haben wir nämlich den Gang auch schon quasi fertig. Also im Prinzip ist der Gang fertig. Hier muss auch noch weg, ne? So, da ist dann nämlich nachher die Wand. Und hier ist dann nachher die Decke. Und das ist das, was ich meinte. Wir ziehen dann eben oder zählen das dann so ab. Dann wissen wir nämlich, wo der Durchgang dann nachher sein muss. Weil wir dann wissen, wie hoch die Decke ist. Und wie weit die Decke dann. Wie hoch die Decke ist. Wie weit die. Das Licht, die Beleuchtung dann eben reingeht und wo wir dann einen sauberen Schnitt drin haben können. Und da machen wir dann den, positionieren wir den Durchgang dann endgültig. So. So. Der Kies, ja, guck mal, die Hacke, die ist wirklich gleich hinüber. Sagen wir, gehen mal eben rüber und holen uns mal ein bisschen Mithril.
muss er einmal jetzt rumlaufen. Guck mal, hier ist auch so ein... Was haben wir uns da denn mal bei gedacht? So, guck mal hier, Mithril. Oh. Dreimal Mithril. Dann machen wir hier unser Holz mal zu Stöckern. Oh, das ist eine schöne neue Mithrilhacke. Oh, dann nutzen wir die stattdessen jetzt einfach erstmal eine Weile und bauen uns dann das nachher einfach wieder zusammen, dass wir aus den beiden wieder eine machen. Das heißt, die tun wir einfach mal hier unten hin. So. Dass wir so ein ganz bisschen was zurückbekommen. Bei Mithril müsste das ja relativ gar nicht mal so super wenig sein. Oder es ist halt einfach Einbildung. So. Hier ist natürlich jetzt... Das muss auch noch alles weg. Und das Inventar ist schon wieder voll. Schon wieder alles voller Cobblestone hier. So. Und hier ist natürlich dann auch... Und der Rest wird halt wieder entsprechend aufgefüllt. Können wir hier den Boden gleich vielleicht nochmal mit rausholen. So, guck mal hier und hier. Und... Hier und hier. Klopf, 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 klopf. So. Da ist wieder Kies. Sehr schön. Und das Inventar schon wieder voll. Die war ja doch aber richtig hier. Ja, da gucken wir auch gleich mal, wie wir runterkommen. Ich mache erstmal den Gang fertig und alles weitere schauen wir dann. Also, guck mal hier, so viel ist hier nämlich gar nicht mehr zum Auffüllen. Das machen wir hier zu. Dann ziehen wir erstmal... Ziehen wir erstmal den Boden hier, den Weg vernünftig rein. Seite genauso schon mal, dann ist das schon mal fertig. So, dann können wir nämlich hier in Ruhe einmal die Decke wieder auffüllen. Ist ja doch von dem Sand gar nicht mal so viel übergeblieben, das ist doch auch schön. So, guck mal hier. So, machen wir hier zu. Ja, und jetzt wird halt wieder aufgefüllt. So. Ja, und hier geht es dann eben dann runter. Wie gesagt, da gucken wir gleich mal. Weil wir da ja auch ein System drin haben, so ein bisschen. Das müssen wir natürlich dann entsprechend da auch anwenden. Geht doch ganz schön was drauf, ne? Immer diese Lücken.
So, haben wir wieder keine mehr. Aber guck mal, wir haben noch Cobblestone und wir haben noch ein bisschen normalen Stein. Das heißt, da können wir uns noch mal kurz was machen. Immer diese 99. So, wir lassen den da oben einfach drin, den Cobblestone. So. So, jetzt können wir hier die Decke schon mal fertig machen. Ups. Na, komm. Und hier geht's dann runter, ne? Das war ja irgendwie hier, der fängt einen später an mit dem Runtergehen. So. Dann hört er auch ein später auf, ne? Also theoretisch zumindest. Ist das drin auch so? Oh, doch kurz noch mal gucken. Wir haben natürlich nirgendwo was, wo wir gucken können. Aber es würde hier starten. Und es würde dann hier enden. Ja gut, hier ist eh egal. Oh, 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 ich muss schnell, schnell Happa Happa machen. Ich glaube, das Richtung Baumfarm war das letzte, was wir gebaut haben nach dem Schema, ne? Also es fängt hier an. Und es hört dann einen später auf. Ja, nee, guck mal, dann passt das doch. Dann passt das doch, dann passt das doch. So. Dann ist ja alles richtig. Dann ist ja hier, geht's dann weiter runter. Okay. So ist doch fein. Dann haben wir nämlich hier die Decke von dem Gang schon mal durch. Und dann haben wir nämlich hier auch, wo dann klar ist, wo unsere Lampe hinkommt. Hier. 2, 2. Wieso läuft man denn? Naja, egal. 2, 2, 2. Da müssen wir mal gucken. Dann machen wir mal so.
Das wäre nämlich, ups, das wäre nämlich nachher dann, wenn es dann irgendwann mal so weit sein sollte, diese Lampe dann auch austauschen können gegen eben, was da eigentlich hin soll, ohne dass uns da irgendwie alles runterfällt. Zwei. Hier genauso. So. Zwei. Da, da. Ja, guck mal, der Durchgang, der wäre nämlich hier dann ja gar nicht so falsch, ne? Das 2 und hier wäre dann ja wieder Lampe, aber das ist ja hier auf dem Bereich eh ein bisschen anders geregelt. Da müssten wir mal gucken, dass wir hier, da wir das Fackelloch haben wir eigentlich, ne, haben wir nicht. Wir tun einfach mal so, als ob. Dann wäre nämlich hier ist Wand. Das heißt, hier wäre das Fackelloch. Und da wäre das Fackelloch. Wären halt sehr viele Fackellöcher hier unten, aber dann ist das so. Aber da wäre natürlich hier der Abstand hier schon mal richtig. Ja, ich glaube, wir lassen das so. Das passt hier gerade perfekt. Das passt hier oben perfekt. Dann bleibt er hier, wo er ist. Das ist auch okay. Das heißt, hier kommt dann nämlich schön der Boden rein. Seit wann gibt es in meinem Test eigentlich wieder Ratten? Vor unzähligen Zeiten gab es da ja schon mal. Und jetzt sind sie wieder mit dabei. So, hier den Durchgang, da müssen wir nochmal gucken, ob wir den so lassen oder ob wir den nochmal ein bisschen anders bauen. Aber dann ist das jetzt erstmal so. Und hier müssen vor allem, ups, hier müssen vor allem die anderen rein. Oh, jetzt ist sie tot. So. So, now hier. Wand, Wand, Wand. Dann Decke, Decke, Decke. Und dann setzen wir jetzt nämlich erstmal überall die passenden Lampen ein. Hier ist natürlich ein sehr, sehr langer Gang. Das heißt, da müssten wir mal gucken, wie wir das tatsächlich hinkriegen. Hier machen wir das mit den Lampen dann ganz genau so. Also hier. 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 Na. Hier. 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 Und da, da, da. Es müsste ja hier theoretisch dann. Ah, das kommt aber. Also wir müssten. Wenn wir es ganz, ganz streng genommen haben wollen, müssten wir theoretisch sogar noch einen rüber, dass wir hier einen hinsetzen können. Das heißt, wir müssten hier unten eins tiefer, wir müssten den ganzen Gang eins verschieben. Nein, wir lassen das so. Das ist schon okay so. So. Kann man eigentlich, wenn das Inventar nicht so voll wäre, wahrscheinlich schon. Wir schmeißen das jetzt weg. Ups.
Wir schmeißen einfach den ganzen Cobblestone weg. Bis auf einen Stack, den behalten wir erstmal. Aber der Rest... Der Rest kann hinfort. Ja, solange das nicht reinregnet. Kann man eigentlich diese hier direkt umwandeln? Schade. Ich bin ja fast gewillt, den Baum hier einfach stehen zu lassen. Können wir vielleicht eine Bank drunter stellen oder so. Hier müsste natürlich noch ausgebessert werden. Aber ansonsten... Wie würde es denn aussehen? Von hier oben, na gut, hast du halt einen Baum davor. Gut, hier siehst du den eh nicht. Ich finde das jetzt nicht so super schlimm. Aber hier... Oh. Die Lücke da hinten ist leider nicht gefixt. Ich glaube, der Baum, der bleibt erstmal. So, weiter geht's. Machen wir nämlich hier erstmal diesen mittleren Teil zu. Dass wir nämlich gleich mal gucken können von oben, dass wir das alles wieder ordentlich machen. Und da ist Wandverlängerung. So ist doch fein. Jetzt gehen wir mal gucken, dass wir unseren Sand da wieder hinlegen. Hm. Ach, hier war das alles. Hier war das alles. So, so. Gucken wir mal. Wir können ja hier natürlich irgendwie sagen, wir machen hier einfach überall Cobblestone rein. Man sieht es ja eh nicht. Ups. Und vor allem, wenn wir es dann doch nochmal wieder aufmachen müssen, theoretisch, dann wird da nichts runterfallen, was uns da irgendwie dann da auf den Kopf fällt. So. Da war dann überall Sand, ne? Dann packen wir da auch wieder Sand hin. So. Hatte das irgendeinen tieferen Sinn, weswegen ich das mal gebaut habe? Egal. So. Diese ganze Ecke hier, das muss eh alles nochmal umgebaut werden. So. Jetzt kann man nämlich von unten mal gucken. Cobblestone. Guck mal, hier fehlt noch einer.
So, dann haben wir nämlich unseren Gang schon mal fertig. Wir haben das Licht soweit fertig. Wir haben die Treppe soweit fertig. Wir haben hier oben das Licht soweit fertig. Es fehlt jetzt ja eigentlich nur noch ein bisschen Dekoration. Also Boden, Wände, Decke und dergleichen. Aber ansonsten passt das soweit. Und dann kommt dann halt hier wunderbar hin. Ja, wir könnten hier eigentlich gucken, dass man hier noch irgendwie das ein bisschen aufmacht. Wir haben das da vorne irgendwie unten an der Ecke ja auch aufgemacht, wo das dann hinten zur Baumfarm geht. Hier, na, das meine ich. Das ist einfach so ein bisschen auf ist. Wie weit geht das rein? 4. Und beschildern müssen wir das ja auch noch. Wir haben ja schicke Schilder. Mit so Pfeilen. Ja, da kann man dann nämlich sagen, hier, da geht's zur Baumfarm, da geht's dann dahin, da geht's dann dahin. Und immer an den Ecken hat man dann ein entsprechendes Schild stehen. Dass sich hier dann niemand mehr verläuft. Ja, in die Richtung können wir nicht aufmachen, das heißt, wir machen hier einfach mal ein bisschen auf. So. So. Haben wir natürlich von nichts genug da, um das hier wieder ordentlich zu machen. Oder? Doch. Guck mal, doch haben wir. Reicht noch, reicht noch, reicht noch. Alles gut. So. Hier auch gleich so ein bisschen mehr Platz, um dann hier sich das Ding auch mal anzugucken. Channel. Okay. Okay, was auch immer. So. Ist natürlich hier so eine super lange Wand. Da muss man mal gucken, wie man da dann noch irgendwie dran kommt. Und der Rest wird dann irgendwann mal weitergebaut. Aber das machen wir nicht mehr heute. Ist natürlich schön, dass wir die Aufnahme jetzt in der Nacht beenden, wo es nun tatsächlich draußen ja auch schon relativ dunkel ist und schon Nacht ist. Das ist doch super. Also, bevor es schnell jetzt hier, ne, schnell bevor es wieder hell wird. Hallo Kuh. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen dieser doch etwas ruhigeren Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt doch mal, was ihr gegen dieses warme Wetter unternehmt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Haut rein. Tschö.